Und PC hat zuerst Erschein gelöst, obvious. Und hatte ich einen Taler. Hallo, hallo. So, wir machen hier mit Pokémon weiter. Mit Pokémon. Und ich habe gefühlt die Hälfte schon wieder vom Tutorial gestern vergessen. So. Ich habe gehört, dass man auf der Weide um gefangene, sich um gefangene Pokémon kümmert. Jo. Jo, jo, jo. Haben wir hier nicht auch noch irgendwie haufenweise Nebenquests noch theoretisch? Nee, das sind alles nur Schnellreisepunkte, oder? Doch, da ist eine neue Nebenmission. Ich markiere mir die mal. Da hinten. Weil das hier vorne ist ja die Hauptquest. Ich würde gerne die Nebenquest da hinten noch mitnehmen. Die genau am anderen Tor ist. Grandios. So. Hallo. Ist überhaupt eine Nebenquest? Großes Bammelin, doch. Doch, 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 doch. Sollte so sein. Hallöchen, Marco. Pokémon derselben Art können angeblich unterschiedlich groß sein. Das hat zumindest der Professor gesagt. Aber das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Sollte es wirklich Bammeliten geben, die größer sind als meins, würde ich mir das sehr gerne mal aus der Nähe ansehen. Wie groß ist denn deins? Oh, süß. Sag mal, du bist doch richtig gut im Fangen von Pokémon, stimmt's? Ja, total. Mega. Und falls du einen Bammelin fängst, das größer ist als meines, würdest du es mir dann überlassen? Ich gebe dir dafür auch eine tolle Belohnung. Na klar. Das können wir hin. So, nebenbei halt. Wenn ich aber wüsste, wie groß ist denn dein Bammelin? Warte, eins von eins? Habe ich eins gefangen gehabt? Ich dachte, ich hatte keins. Hast du ein Bammelin für mich, das größer ist als meins? Ja, oh true, ich habe einen Bammelin für dich, das größer ist als deins, hoffe ich anscheinend, glaube ich, möglicherweise. Vielleicht ist deins einfach nur sehr winzig und jedes ist größer als deins. Ich weiß es nicht. So groß ist deins. Ja, anscheinend. Okay. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell gehen würde. Ja, das hatte ich schon in meiner Tasche. Mensch. Allerdings möchte ich ein noch größeres Bammelin sehen. Es sollte mindestens 0,8 Meter groß sein. Und das ist fast so groß wie ich. Okay, du willst noch ein größeres. 0,8. Okay. Das kriegen wir bestimmt hin. Dann sprinten wir doch mal zurück. So. Abquest. Du verlässt das Dorf. Gut, gib auf dich acht. Ja. Ich denke mal, wir müssen hier wieder hin, weil hier ist auch ein der Jonas-Auftrag. Wie auch immer Jona ist. Buh! Oh, Gottes Willen, okay. Na, bist du erschrocken? Natürlich bist du das. Schließlich habe ich dich überrascht. Hör mal gut her. Es gibt da draußen einen geheimen Trick beim Fangen von Pokémon. Wie man Pokémon nebenbei überrascht, wenn man sie von hinten angreift oder anwirft, habe ich schon rausbekommen. Danke, Bolo. Danke. Hm.
Die geheime Kunst des Überraschungsmanövers. Ja, okay. Wenn du von hinten einen Pokéball auf einen Pokémon wirfst, wird es, und es am Rücken triffst, erschreckt es. Das erleichtert dir das Fangen und verschafft dir im Kampf gegen das Pokémon einen Vorteil. Das kennen wir schon, ja. Wenn du ein Pokémon mit einem von hinten geworfenen Ball triffst, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, es zu fangen. Außerdem überrumpelst du es dadurch und erlangst so einen Vorteil zu Beginn eines Kampfes. Diese Wurftechnik wird auch die geheime Kunst des Überraschungsmanövers genannt. Durch deine Position am Forschungstrupp, der an der Vervollständigung des Pokédex arbeitet, könntest du vielleicht allen Pokémon der Hisui-Region begegnen. Ich freue mich auf den Tag, an dem dir das gelingt. Niemals. Hallo Dave. Guten Morgen. Oh, das sind auch alles Nebenquesten hier, ne? Boah, so viele Nebenzeug. Blim, 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 was? Palim, palim? Blim, blim, blim. Dieser klangvolle, prächtige Ton. Wie in aller Welt erzeugt ist die... Oh, jemand vom Forschungstrupp. Du kommst genau richtig, um mir zu helfen. Ich muss unbedingt mehr über Zupurze herausfinden. Ach so. Ach, Zupurze. Na gut. Du fragst dich doch sicher auch, wie es diesen außergewöhnlichen Ton erzeugt, nicht wahr? Total. Könntest du mir seinen Pokédex-Eintrag zeigen, wenn du ihn vervollständigt hast? Auch noch. Ja, gut. Und was möchtest du? Ah, die Berühmtheit vom Forschungstrupp. Das Mädchen, das vom Himmel gefallen ist. Hör mal, ich habe hier eine ganz tolle Anleitung für einen Köder. Als leidenschaftlicher Pilzveteran mit 20 Jahren Erfahrung habe ich diesen aromatischen Pilzköder entwickelt. Okay. Aber niemand weiß, meine Anleitung zu schätzen. Ah. Doch wenn eine Berühmtheit damit gesehen wird, werden sich auch andere darauf aufmerksam. Bitte mach meinen Pilzköder überall bekannt. Ich zeige dir auch, wie man ihn zubereitet. Wer meine Anleitung will, darf sich nicht vom Pilzsammeln drücken. Das ist nämlich das Beste daran. Also dann, finde erst einmal einen Zähpilz. Okay. Okay. Übrigens nicht wundern, aber ich bin die ganze Zeit hier am Hustenbonbons lutschen, weil ich habe ein bisschen Halsschmerz und alles hatte ich gestern schon, keine Ahnung. Bin ein bisschen kränklich, aber nicht so schlimm zum Glück. Da haben wir 53. Kann, glaube ich, auch keine weiteren herstellen, oder? Oh, doch 13. Na dünn. Leber brauche ich, glaube ich, actually nicht. Ja, wobei, also... Dieser Schwerber kann nicht weit fliegen. Dafür ist die Erfolgsquote hoch, wenn er ein unaufmerksames Pokémon trifft. Der ist aber nicht das Ding, was die sonst haben, oder? Hatten wir gestern nicht festgestellt gehabt, dass ein Schwerber für schwere Pokémon ist? Aber... Hier ist einfach nur, hey, der fliegt einfach nur nicht weit. Aber bei einem unaufmerksamen Pokémon ist die Erfolgsquote hoch. Ja, mal gucken. Na gut. Der ist gut, aber der Name ist irreführend. Ah, ein bisschen, ja. Also er heißt eigentlich nur Schwerball, weil er schwer ist und deswegen nicht weit fliegt, actually, oder? Das ist nicht der Ball, den ich meinte gestern, anscheinend. Genau, okay. Okay, okay, okay. Ich weiß, Bidiza, was müssen wir bei Bidiza noch was machen?
Weil wir haben ja hier einige. Wie die Zahl. Ja, wir müssen noch super viele fangen und schwere Exemplare fangen und besiegen und ja, wir müssen alles mit Bidiza machen. Aber eigentlich ist das gar nicht das, was ich machen will, sondern ich muss ja da hinten hin. Einmal so. Ja, ich habe nur mein Dingens mit. So. Erstmal hier in der Steuerung wieder mit reinkommen. Wie ging das alles nochmal? Ich möchte jetzt nicht mit euch kämpfen. Sind aber auch süß. Ha. Habt ihr das gesehen? Ha. Ja. Wir haben aber auch einen flauschigen Popo. Die Frau guckt immer nur allen Leuten auf den Arsch, ey. Schrecklich, ey. Das ist nicht der moderne Schwerwall. Okay, ja. Hab ich dann auch mitbekommen. Ich muss doch noch nach hinten. Aber Dave, wie geht's dir so? Du bist ja auch noch pünktlich. Ja, so. Oh. Hallo, Staralili. Ich verdrück mich hier die ganze Zeit mit den Tasten. Ach, warum können sich Konsolen nicht einfach auf eine Tastenbelegung fokussieren? Keine Ahnung. Einfach einigen. Nein, warte. Mal so. Oh, warte. Schläft das eine da? Oh. Why? Oh, wir bekommen auch mal wieder Musik. Das ist schön. Ich muss mir das von hinten mal angucken. Oh, es ist doch so eingekugelt. Oh. Und was machst du da? Kannst du mal aus dem Weg gehen? Hör auf rumzuschreien. Geh mal aus dem Weg, ich will das andere anwerfen. Was sind du für Probleme? Ich will dich nicht fangen. Ich will das andere da hinten. Das da, was da schläft. Nein, nicht das da. Das da. Entschuldigung. Einfach beim Schlafen abgeworfen. Ich klau hier einfach alle Bammelins. Bammelümse. Ja. Warte. Tschüss. Bidiza! Bidiza beschützt mich. Nein, nicht wegrennen. Sie soll mich beschützen. Genau, und da hinten müssen wir hin. Gottes Willen.
alles so aggro hier. Hallo? Hinter dieser Brücke ist es gefährlich, denn dort leben viele starke Pokémon. Du musst mindestens ein Ein-Sterne-Mitglied sein, um... Oh, das bist du? Dann kannst du vorschreiten. Sei immer auf der Hut. Wenn Gefahr droht, ist es besser, sich an einen sicheren Ort zurückzuziehen. Okay. Oh, da ist ein Mampfaxu. Oh. Hey, hier sind wir. Mampfaxu. Das ist Ellie Mampfaxu. Entschuldigung. Er freut mich schon über das Mampfaxu. Ich weiß nämlich nicht, was es für Pokémon hier überall gibt. Da wackelt ein Busch. Ich sehe das. Baum. Oh Mann. Das ist Ellie. Oho, ein neues Gesicht. Aber das ist mir einerlei. Du, dass du hier bist, heißt, dass du mir helfen wirst, richtig? Vielleicht? Ich bin Yona, eine Wächterin des Diamantclans. Kennst du sie? Weißt du überhaupt, was es mit den Wächtern und dem Diamantclan auf sich hat? Nö. Bei Gelegenheit erzähle ich dir mehr dazu. Nee, brauchst du nicht. Alles gut. Interessiert mich auch überhaupt nicht. Momentan gibt es was Wichtigeres. Und zwar eine Angelegenheit, die du für mich erledigen sollst. Deswegen will ich direkt zur Sache kommen. Traust du dir zu, deine Pokémon kämpfen zu lassen? Ich hab nur zwei, nee, drei. Ich hab Marmelins gerade noch gefangen, aber die zählen nicht so wirklich. Ja, das wird schon schief gehen. Gut. Der junge Kerl aus eurem Sicherheitstrupp hat sich an diesem Auftrag nämlich die Zähne ausgebissen. Das ist mein Pastor Mampfaxu. Mampfaxu, ich hätte auch gern Mampfaxu. Kann ich Iris klauen? Darf ich Iris unter den Arm nehmen und damit ganz doll schmusen und dann wegrennen? Ich will Mampfaxu. Wir sind zusammen aufgewachsen, daher sind wir wie Geschwister. Ja, ihr seht euch auch sehr ähnlich, auf jeden Fall. Nein, wir sind hier nicht in der Orre-Region. Orre? Was ist Orre? Ori? Oriera? Orre? Was ist das? Wir brauchen nicht solche albernen Bälle, um Seite an Seite zu kämpfen. Nüss. Ja, Level 10, das geht schon. No! Achso. Entschuldigung, ich wollte mich eigentlich ducken und dahin. Na gut. Wer weg, du bist paralysiert. Wait. So. Und anzünden. Aua. Ich will mal alles anzünden. Ich habe keine Ahnung übrigens, was ich hier mache.
Krafttechnik. Achso, ja. Macht mehr Schaden, ne? Ja, habe ich gesehen, macht mehr Schaden. Merkt man. Halt die Klappe! Lass mich, ich bin Casual-Spieler. Ich bin ja die Casual. Ich wurde als Casual gespielt. Los, beiß! Nom! Oh, das macht ja Schaden! Okay, das macht mehr Schaden. Was schon. Doll, danke für die ganzen Babelins, die Level abgehen. Danke. Mampf. Oh. Oh. Ja, Dave, brauchst du mir gar nicht erklären. Du mit deinem Walzer. Ich weiß, wie Walzer funktioniert, dass das öfter macht und du dich dann festfährst und so, aber ich werde mir das alles niemals merken. Du bist hier der Pokémon-Profi? Und ich spiele das immer alles sehr, sehr casual, weil ich keine Ahnung habe von dem allen. Und das geht auch seit Jahren. Seit ich winzig bin. Ja, so. Ja, seitdem geht das nicht in meinen Kopf. Ja, noch nie. die Ore-Region ist die Region aus Pokémon Kolosseum und Pokémon XD. Nie gespielt. Sie spielt in den USA, in der Wüste, also Nevada ungefähr. In den Spielen kann man mit der Krallmaschine gefangene Pokémon fangen. Oh. Nun. Ich will Mampaxo haben. Aber es darf niemals zu Relaxo werden. Das muss für immer ein Mampaxo bleiben. Nein, okay, ich lese natürlich vor. Im Walzer 1-5 Runden Attacke. Schaden nimmt jede Runde zu. Dazu ist es eine Gesteinsattacke, die gegen dein Feuerregel effektiv war. Ja, war schon. Ich habe es angezündet, das ist okay. Du musst einiges auf dem Kasten haben, wenn du es mit meinem Faxo aufnehmen kannst. Ja, siehst du. Dave, hast du gehört? Gut gekämpft, mein Faxo. Komm, lass mich deine Pokémon heilen. Guck mal hier, wie nett die ist. Ja, dem Feuerriegel ist nie irgendwas passiert, Leute. Und hier habe ich noch etwas für dich. Ich habe gehört, dass ihr Expeditionsmitglieder aus Material allerlei Sachen selbst herstellt. Vitalknospen. Danke. Du und deine Pokémon arbeiten wirklich hervorragend zusammen. Du erinnerst mich regelrecht an den Helden, von dem mir als Kind immer erzählt wurde. Wem was? Warum denn Helden? Bin ich jetzt Link? Ein Fischstäbchen und von einem Fuchs gebissen worden. Dave, was hast denn du für Glück heute? Wir haben hier so ein Angelspiel halt und Dave hat halt ein Fischstäbchen rausgezogen. Und ja, dann hat ihn halt ein Fuchs in die Wade gebissen. Nun. Aber ein 3,5 Kilo Fischstäbchen. Strong. Das ist ein großes, du. Ich glaube, da wurde einfach ein ganzer Fisch frittiert. Den Helden aus den alten Legenden. So alt bin ich jetzt aber auch nicht, ja. Gut, ich habe mich entschieden. Ich werde dir den Auftrag überlassen. Es geht darum, das Elite-Pokémon zu besiegen. Oh, es ist eins so mit roten Augen wahrscheinlich, ne? Ich habe doch auch so eins schon mal gesehen. Shinux. Nicht Shinux, das nächste. Luxtra war das, glaube ich, ne? Das ist die nächste Entwicklung? Ich glaube. Eins mit roten Augen habe ich gesehen. Da bin ich ja schon daran vorbeigesneakt und dachte mir so, nee, lieber nicht. Das auf der Geweihanhöhe für einen Ärger sorgt. Ein Elite-Pokémon ist ein großes, besonders furchteinflößendes Pokémon. Ja, das hört sich sehr danach an, ja. Aber das würde dich doch nicht davon abhalten, zur Geweihhöhe zu kommen, oder? Ja, später mal. Mein Telefon klingelt, Entschuldigung.
Scheint auf irgendwas zu reagieren. Zeigt dir dieses seltsame Ding etwa den Weg? Da hast du ja eine höchst außergewöhnliche Karte. Gehört das zu den technischen Spielereien der Galaktik-Expedition? Da vorne liegt tatsächlich die Geweihanhöhe, so wie die Karte es zeigt. Aha. Gut, dann überlasse ich den Rest mal dir. Mit einem Elite-Pokémon wirst du sicher fertig. Oh, dieses Mannfuck, ich guck so, oh Mann, die hat mich besiegt. Oh, ich denke gerade über sein Leben nach. Warum bin ich eigentlich mit der befreundet? Jedes Mal schickt die mich zum Kampf und dann muss ich immer kämpfen und dann verliere ich immer. Und Mann, wenn ich jetzt einfach wegrenne. Meinst du, die kriegt mich dann? Könnte einfach wegrennen, einfach laufen. Für einen Neuling im Forschungstrupp hinterlässt du einen echt kompetenten Eindruck. Danke. Ach ja, hast du eigentlich schon vom ehrwürdigen Sinnoh gehört? Nee. Nö. Stimmt, woher auch? Dann lass mich dir das Wichtigste erklären. Das ehrwürdige Sinnoh herrscht über den Fluss der Zeit und wird als Schöpfer des gesamten Universums gepriesen. Es ist ihm zu verdanken, dass Hisui entstanden und nun den Pokémon als Lebensraum dienen kann. Ach, deswegen heißt das Spiel Legends Arceus. Sie meinen das Ding damit wahrscheinlich, oder? Ich kenne übrigens die Lore hinter dem Pokémon. Ich glaube, es ist einfach Gott-Pokémon oder so. Einfach, ich habe alles erschaffen. Wii-Pokémon, irgendwie sowas. Ich weiß, ich habe mich damit nie befasst. Der Diamant-Clan hat den weiten Weg über das Meer auf sich genommen und sich hier in Hisui niedergelassen, um das ehrwürdige Sinnoh zu verehren. Leider hält sich das ehrwürdige Sinnoh seit uralten Zeiten versteckt. Man sagt, es würde sein Antlitz so gut wie niemanden offenbaren. Allerdings gibt es Pokémon, die noch eine Verbindung zu ihm haben. Um dieses Pokémon kümmern sich Wächter und Wächterinnen wie ich. Eines dieser Pokémon lebt auf der Geweihanhöhe. Es ist Teil einer Blutlinie, die einst mit dem Schutz des ehrwürdigen Sinnoh gesegnet wurde. Gehen wir zu ihm. Ja, lass mich hier erstmal umschauen, ne? Da ist das Zuputze. Ich sollte doch ein Zuputze fangen. Kannst du dich wieder umdrehen? Bitte. So, warte. So. Nein, ich habe aus Versehen gewechselt, ne? Naja, egal. Aber ich soll es ja nicht nur fangen, ich soll ja alles... Oder? Sollte ich nicht den ganzen Eintrag von Support so? Ich glaube... Schau, ich habe es trotzdem gefangen. Gar kein Problem. Wir sind noch mehr. So, und in dem wackelnden Baum da, da ist doch bestimmt ein Pokémon. Der wackelt doch nicht umsonst so. Los, komm runter. Ein Burmi! Sollte es vielleicht nicht anzünden. Es sieht aus wie ein Pflanzen-Pokémon. Oh, oder Käfer anscheinend.
keine Ahnung. Deswegen finde ich die neuen Spiele übrigens ganz gut. Wo dann angezeigt wird, oh, das ist effektiv dagegen und so. Ich bin da echt schlecht. Kann mir das immer nicht merken, ob das Käfer oder Pflanze oder whatever ist. Und Hallöchen Rita! Hello, hello! Einmal hier Items wieder und ich würde gerne den Ball einsetzen. Hm, geht doch. Dann können wir das einmal so machen. Und dann sind wir auch wieder voll geheilt. Es wird dunkel. Mann, das Game müsste ich auch mal weiter zocken. Ich habe gestern erst angefangen damit. Und es war sehr viel Tutorial. Ich hoffe, es ist jetzt weniger Tutorial. Ja, ich bin... Es hat mich gestern wieder fast verloren. Aber ich habe gestern extra gesagt, ja, wir spielen das heute nochmal weiter. Und dann schauen wir halt mal. Wenn es heute hat immer noch nichts wirklich für mich. Also für mich war gestern das Tutorial halt einfach nur echt nervig. Oh, es haut ab denn, okay. Gestern habe ich es voll nicht mitbekommen. War mit meinem Zeug vertieft. Ach, alles gut. Alles gut. So. Das ist eine Vitalknospe. Kann ich dich von hier oben anwerfen? Ja. Nice. So, jetzt muss ich mal gucken. Nochmal. Das war nicht. Nein, das nicht. Das. Ich komme hier immer noch nicht klar mit den Tasten. Große Exemplare gefangen. Ein. Ja. Müssten wir sogar eins haben. Genau, was müssen wir denn hier alles machen? Exemplare, die sich entwickelt haben, haben wir nicht. Registrierte Formen haben wir nur eine bisher. Ja, wir müssen auch halt irgendwie super viel besiegen und kämpfen und so. Aber es ist super nervig, den hier vollständig zu machen. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Hm. Ja, das eine hat mich, glaube ich, entdeckt gehabt, stimmt. Wir hatten kurz gekämpft. Holz. Ich habe Holz gefunden. Oh, da ist ein Driftlon. Oh, weil es jetzt dunkel wird, gibt es ja auch Fledermäuse und sowas und Driftlon. Oh, 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 komm her. I need you. Da war nix. Bleib da. Und sei männlich. Sei bitte ein männliches Pokémon, dankeschön. Ich würde ihn nämlich gerne in meinem Team haben. Einen Schubert haben wir jetzt auch. Da hinten ist noch eins. Oh. Halt, nein, nicht du. Ich habe eigentlich das andere gemeint.
Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ah, die sind ja alle aggro. Hilfe! Da ist ein Kleinstein. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Wenn ich ehrlich bin. Yes! Mein Gott! Kannst du irgendwie fokussen? Weiß nicht, ob das Geschlecht mit dran steht, aber Level. Ja, ja, genau, man kann nicht so frustrieren. Bei dem, also wenn ich jetzt mit dem kämpfe, steht dran, dass es männlich ist, aber bei dem anderen habe ich es nicht. Was willst du da hinten eigentlich? Schnauze. Kämpf hier gerade. Gebratene Fledermaus. Und jetzt geht's direkt in den nächsten Kampf weiter. Grandios, dankeschön. Kann man Steine anzünden? Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Ah, ist okay. Ich habe ansonsten nur Blitz, das ist doof. Ja, dann nehme ich das Barmelin, was eigentlich unnütz ist, weil das habe ich einfach nur nebenbei gefangen. Okay, mach Wasser. Danke. Mach weg. Und du da hinten hast noch eine Quest für mich. Jetzt muss ich mal gucken. Das hier ist die Karte. Und da sollen wir hin. Okay. Verlorenes Item von Fumio. Bist du Fumio? Nee. Können wir da auch ranzoomen? Ja. Komplett irgendwo wieder woanders. Ich könnte da jetzt aber auch hinreisen kurz. So. Dann lege ich mich hier hin. Nee, nur kurz. Ich würde gerne hier in der Nacht noch weiter unterwegs sein. Ich zocke aber gerade Octopath Traveler. Nice. Und habe es vor endlich mal fertig zu spielen. Ich drücke dir die Daumen. Das ist ja auch ein recht großes Spiel. So. Und ich habe dadurch großen Pokéballmangel in dem Spiel. Das war auch der Grund, wieso ich dann aufhörte. Ja gut, dafür musst du halt unterwegs halt immer so Stuff sammeln und so, ne? Aber hier bin ich auch fast voll. Deswegen mit den Pokébällen geht das bei mir einigermaßen. Hier mit dem Herstellen. Ich habe keinen Schwarzglanzstein. Zetsch. Ich kann halt schon wieder 16 Stück herstellen, deswegen. Da herrscht gar nicht so viel Mangel bei mir. So. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. So, aber hier hinfliegen geht nicht. Okay. Ach, armes Bilitzer. Warte. So. Okay, das ist das Anvisieren, was Dave meinte. Aber da steht halt nicht. Oder? Oh, doch, da unten.
Da ganz unten steht's. Da Bidica. Forschungslevel 7. Und das ist Level 4 und männlich. Aha. Und man könnte auch das Ziel damit wechseln. Oh, das sehe ich jetzt erst. Okay. Ein Zerpurze, oder wie das hieß, könnte sich entwickeln. So. Und dann steht da entwickeln dran. Ne? Ja, mach ruhig. Der Support hat sich so heiß entwickelt. Wundervoll. Kommt eh in die Box. Oh, da sind ganz viele Driftlands. Nee, du bist weiblich. Wir müssen eh irgendwie haufenweise für die ganzen Pokémon-Einträge sammeln. Müssen die immer alle vollständig sein, um das Spiel durchzuspielen?